Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Pet zum Lotto X Update und ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, das Update ist ein kompletter Reinfall, aber seht meine Live-Reaction. Neues Update. Es gibt die Huge-Maschine, 5 neue Huges, eigentlich 7, glaube ich. Neues Huge im Free-Gift, New Hype-Gift, Bugfixes und das war's schon. Das sind auch die Sachen, die ich vorhin schon im Stream angekündigt habe. Erstmal hier Redeemen, so. Was man nämlich jetzt machen kann, Doodle-Welt gibt es keine Fortschritte, da gibt es nichts Neues. Was es aber gibt, wenn wir zum Shop gehen, gibt es jetzt die Huge-Maschine und ihr braucht dafür 10 Millionen Diamanten, um die freizuschalten. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, 10 Millionen Diamanten sollte man heutzutage eigentlich schon haben. Gehen wir einfach hier hin, kaufen uns dann die Huge-Maschine frei für 10 Millionen Diamonds, Success, freigekauft. Und jetzt ist hier der Huge-Atron. Ich dachte erst, der wird super geil, weil da kann man Exclusive-Pets in Huge-Pets umwandeln. Aber es sieht so aus, als könnte man Free-Exclusives nicht umwandeln. Und ich hoffe, dass ich mich dabei irre. Ich gehe da jetzt rein und es ist so. Man kann nur Paid-Exclusives umwandeln. Und jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Weil guckt euch an, ich habe natürlich jetzt im Inventar nicht unbedingt so viele Exclusives. Ich habe aber Exclusive-Pets hier, die nicht in Frage kommen, weil das keine Paid Exclusives sind. Wenn ich jetzt in meine Bank gucke, habe ich noch ein paar Paid Exclusive Pets, die ich mir rausnehmen könnte. Was habe ich hier? Party Dragons kommen nicht in Frage. Balloon Axolotl geht, glaube ich. Party Dragon geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, alle Party Pets gehen nicht. Die Grinch Cats gehen, so. Die Elf Dogs und Elf Cats gehen nicht. Neon Twilight Tiger und Mosaic Corgi und so gehen, soweit ich weiß. Elf Cat auch nicht. Anime Agony geht auf jeden Fall. Was haben wir? Neon Twilight Dragon. Elf Dog geht auch nicht. Scary Corgi geht, glaube ich, auch nicht. Anime Corgi geht. Grinch Cat wieder. Party Pig geht nicht. Scary Cat geht, glaube ich, auch nicht. Balloon Corgi. Okay, dann jetzt erstmal die ganzen Grinch Cats. Alter, komm schon, Preston. Was soll denn das? Ist das dein Ernst? Alter. Und dann brauchte ich erstmal ein paar Minuten, um wieder raufzukommen, weil Roblox so ein bisschen down war. Aber wir sind jetzt endlich wieder drin. Da sind wir wieder. Also, gehen wir nochmal zur Bank. Gehen wir nochmal in meine Bank. Gehen wir nochmal auf Withdraw und hoffen, dass es jetzt in Ordnung geht. Ich wähle jetzt nochmal die Pets aus, die ich denke, die in Ordnung gehen. Kann ich nicht einfach filtern nach Paid Exclusive? Kann ich nicht. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, welche Exclusives free to play waren und welche paid waren. Naja, sehr pay to win, ja. Das ist das Nervige. Ich habe wirklich gehofft, dass es ein Update gibt, in dem man was mit diesen ganzen Free-Exclusives anfangen kann. Weil ich meine, ein normaler Spieler, ein normaler Free-to-Play-Spieler, ja, der kriegt ab und zu mal ein Free-Exclusive-Pad, aber der kriegt doch nicht 100 Free-Exclusive-Pads zusammen, wenn er ganz normal spielt, weil woher? Man kann die durch Traden bekommen, aber traden kann man sich ja auch nur Pads von anderen Spielern. Das heißt, der durchschnittliche Spieler hat keine 100 Free-Exclusive-Pets. Dementsprechend wäre das doch gar nicht so schlimm, wenn dann einfach mal eine Handvoll von Free-to-Play-Spielern auch mal ein Huge-Pet bekommen. Aber nein, nur die Spieler, die Paid-Exclusive-Pets haben. Und das checke ich einfach nicht. Junge, 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 was alles nicht geht. So, Preston braucht halt Geld. Preston braucht kein Geld. Auch seine Entwickler brauchen das Geld nicht, das die hier durch einnehmen. Sache ist, ich bin der Meinung, Preston würde sogar mehr Geld damit verdienen, wenn er auch die Free-Exclusive-Pets in Huge-Pets umwandelbar machen würde. Weil damit würde er das Spiel attraktiver machen. Und auch wenn Leute Free-Exclusive-Pets haben, denken sie sich, boah, mir fehlen jetzt doch diese 3 Exclusive-Pets, damit ich die 100 Punkte zusammenbekomme. Und denken dann vielleicht doch mal nach, sich so ein Paid-Exclusive-Pad zu besorgen, auf welchem Weg auch immer. Aber man hat sich ja ein Paid-Exclusive-Pad dann besorgt. Die Paid-Exclusive-Pads, die wären dann ja auch mehr wert in dieser Maschine und würden mehr Punkte bringen. Aber wie das mit den Punkten funktioniert, werde ich euch auch nochmal gleich zeigen, falls ihr es noch nicht wisst. Ich versuche hier nur gerade noch meine Paid-Exclusive-Pads zu finden. Damit ich wenigstens eins dieser Eggs zusammenbekommen kann. Oh, du hast nicht mal ein Egg davon? Ich habe noch nicht angefangen, Victor. Ich suche gerade meine Paid Exclusive Pets in der Bank zusammen. Da sind noch 505 Pets drin. Und ich muss jetzt herausfinden, welche davon paid sind und welche nicht, weil das ist wirklich der größte Schmutz. Ich glaube, nur Party Pets kann man nicht benutzen. Ich weiß aber nicht. Es hieß paid und nicht paid. Also Scary Cats gehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich versuch's nicht. So, Capybara geht auf jeden Fall. Super Cat auch. Ich hab's eben schon gesagt. Ich halte es für eine grottige Entscheidung, dass man nicht alle Exclusive Pets reinpacken kann. Ich wäre damit cool, wenn die Exclusive Pets, die free sind, weniger Punkte bringen. Macht ja auch Sinn. Aber kann man denn nicht den Free-to-Play-Spielern wenigstens diese eine Kleinigkeit geben, auf die sie hinarbeiten können, wenn sie ich bei jedem Update... Das wäre auch das Ziel von dem Update, sag ich ehrlich. Ja, ich verstehe nicht, warum das jetzt so ist. Ich meine, der Ansporn, sich mehr Exclusive-Pads zu holen, weil man die dann in Huge-Pads umwandeln kann, der ist ja trotzdem da. Der ist trotzdem da, auch wenn man Free-Exclusive-Pads benutzen kann, weil gerade dann, wenn du genug Free-Exclusive-Pads zusammen hast, um vielleicht auf 80 Punkte zu kommen, muss man sich ja noch weitere Pets zusammenkramen. Und dann überlegt man, hole ich mir welche vom Trading Plaza, ertrade ich die mir? Und was ertrade ich mir da? Ertrade ich mir dann vielleicht Paid Exclusive Pets, für die mal Robux ausgegeben wurden? Oder gebe ich jetzt selber mal die paar Robux aus, weil es ist günstiger?
jetzt mal für ein Exclusive Egg noch die, okay, das ist eigentlich ein schlechter Deal, weil die Eggs sind auch so überteuert, die Robux auszugeben, als für dieses eine Huge Egg. Aber trotzdem, es ist doch viel mehr Ansporn drin, wenn man auch die Free Pets benutzen kann. Ich verstehe es echt nicht. Das ist einfach nur dumm. Nein, ich verstehe es wirklich nicht, weil das Ding ist halt, es wird niemandem wehtun. Ich glaube, nicht eine Person hat, also okay, bestimmt haben einige Leute, aber nicht der Großteil der Leute, die diese gesamten Partypads haben, haben zufälligerweise mehrere hundert von denen in ihrem Inventar liegen. Ja, die wenigsten. Da hätte er schon einen Punkt machen können. Ja, die allerwenigsten. Weil in der Theorie bekommt jeder Spieler pro Update ein Free Exclusive Pad. Genau. Dann gibt es noch die Spieler, die reinhasseln und das mit mehreren Accounts machen. Die meisten von ihnen kriegen aber maximal 2 Accounts auf die Reihe. Mhm. Es gibt vielleicht manche, die schaffen es, sich so 10 von diesen Dingern zu holen. Das sind dann die Mega-Hustler, aber das ist ja eine absolute Minderheit. Genau. Und selbst diese Leute, die 10 Accounts haben, selbst die Leute, die kriegen bisher, also bis jetzt haben die wahrscheinlich 60 hinbekommen überhaupt. Mhm. Da musst du trotzdem 800 Robux für zahlen. Das, ich versteh's wirklich nicht. Ich meine, ich werd gleich wahrscheinlich super selten, ne? Exclusive Pets weggeben, weil ich gar nicht weiß, wie selten die sind. Eieiei. Keine Ahnung, wie viel ist ein Ravecrap wert? Wie viel ist ein Orca wert? Ach, nichts wahrscheinlich. Also ich glaube, den Dominus Astra. Ich glaube, den Dominus Astra mit Coins 5 behalte ich. Weil erstens der, ach ja, stimmt, ich bin hier unten und die Dinger haben gar nicht mehr die Verzauberung. Die zählen dann, glaube ich, gar nicht, weil die Verzauberung nicht mehr haben. Aber der Dominus Astra, der ist ja aus dem ersten Exclusive, die es gab. Das ist das erste und das beste gewesen. Es gab doch noch den Domotrus Astra, aber der kam mit dem zweiten Update. Ach, die sind egal. Die Domotrus Astra, der kam später. Der Dominus Astra war das erste der besten, sozusagen. Ach so, okay. So. Das hat irgendwie, ich glaube, 4000 Robux waren das, glaube ich, gekostet. 3200? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall ungefähr 130 Exclusive Pets aus meiner Bank geholt. Geh jetzt rein in den YouTube-Konverter und, ach, weil die alle gelockt sind. Okay, ich muss die erstmal anlocken. Warte mal, das muss ich auch einmal testen. Zählen die dazu? Oh ja, okay, die Pets zählen auch dazu, wenn sie ihre Verzauberung nicht mehr haben. Das ist gut zu wissen. Die Koalas bringen zum Beispiel 3 Punkte. Ja, nein, das will ich nicht. Ich will anlocken. Oh, jetzt muss ich so viel anlocken, Victor. Ja, es gibt doch nicht mehr diese Zielfunktionen mehr. Die Zielfunktion gab es nie beim Anlocken. Nicht? Nee, die gab es nur beim Löschen. Und da gibt's die noch. Bruh. Ich werde jetzt löschen. Ich werde jetzt Pets löschen. Ist ja wirklich noch. Anton, nein, nicht löschen. Doch, ich werde jetzt Pets löschen. Anton, komm, ich werde die sowas von löschen. Pets, Anton, gibst du mir neue Exclusive Pets, please? Nein, ich werde die jetzt löschen, Victor. Please, Anton, neue Exclusive Pets. Ich brauche nur 9. Ich werde jetzt Pets löschen. Ich brauche nur 9. So, und jetzt, wo ich Pets gelöscht habe, werde ich jetzt weiter. Ich werde erstmal meine Exclusive Pets machen, Victor. Lass mich doch erstmal mein Ding machen. Hier geht's weiter mit Capybara, Tidy Eye Cat, Super Cat, Super Cat, Party. Nee, Party Dogs brauche ich ja gar nicht. Aber Neon Twilight Wolves brauche ich. Anime Unicorns, ja klar. Balloon Dragons, Anime Unicorns. Noch mehr Balloon Dragons. Flopper, Mosaik, Crystal, bla, was auch immer das alles für ein Müll ist. Oh, Lightning Bat sieht cool aus. Leute, ist da irgendein Exclusive Pet bei, das super viel wert ist? Falls ja, wäre das jetzt ein Riesenverlust, wenn ich die alle da reinpacke, um irgendeinen Huge-Pad zu bekommen, mit denen wahrscheinlich der Markt bald überfüllt sein wird, weil die Huge-Pads hier aus den Ei, die werden wahrscheinlich dann auch wieder nicht so selten sein. So, ich gehe jetzt erstmal auf Confirm. Jetzt gucke ich einmal, sind die Grinch-Cats drin? Ja, die Grinch-Cats sind drin. Ich war mir nur nicht sicher. Okay. Lock-Mode. So. Aber klar sind die Grinch-Cats drin. Für die musste man ja dann tatsächlich mal was ausgeben. So. Balloon-Corgi. Ja. Kannst du mir was schenken? Nein. Ich werde nämlich jetzt alle meine Exclusive-Pets verbraten. Und dann sind die reif für den Biomüll. So. Jetzt habe ich ein paar Pets zusammen. Und da sind... Okay, der Anime-Corgi in Rainbow bringt 4 Punkte. Weil der Rainbow ist. Okay, gibt Sinn. So, die wertlosesten hier, Capybara, Tidy-Eye Corgi, Neon Twilight, komm, ich pack die alle weg, die werden jetzt alle verbraten. Kann ich ziehen? Ich kann nicht ziehen, okay. So, Den Lightning Pad will ich noch nicht weggeben. Den behalte ich erstmal, weil der sieht cool aus, ich habe den selten gesehen. Ist der Lightning Pad selten? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ich habe nämlich keine Ahnung. So, Anime Corgi, ja, von den Anime Corgis habe ich auch einige bekommen. So, ah, ich habe schon genug. Okay, ich habe genug für eins dieser Eggs und dann habe ich vielleicht sogar genug für 2. Gut, ich konverte jetzt 64 Exclusive Pets zu einem Huge Machine Egg. So, und dann werde ich das gleiche nochmal machen. Und dann sind gleich alle meine guten Pets weg. Ah, aber immerhin habe ich ja noch meine ganzen Free Pets, nicht wahr? Immerhin habe ich noch meine ganzen Free Pets. Die habe ich doch immer geliebt. So, Koalas kommen auch weg. Starfall Dragon und wartet mal. So, den behalte ich. Weil ich war, glaube ich, ein bisschen drüber. Man kann ja zu viel ausgeben. Okay,
Ich converte jetzt und damit 47 Exclusive Pets zu einem Huge Egg. Und damit habe ich 2 Huge Eggs. Die Frage ist, soll ich die Huge Eggs öffnen oder soll ich sie lieber behalten? Was macht eigentlich mehr Sinn? Weil hier ist eine 50-50 Chance, dass man so ein schlechtes Huge Pet bekommt. Eine 30-prozentige Chance, dass man so ein halbwegs schlechtes bekommt. Und die Chance auf den Angelus, den die alle haben wollen, die ist ja wieder genauso gering wie hier auf dem Huge Pet. Wie bei den New Year's Gifts, von denen man ja mehrere sogar bekommen hat. Und Server werden gerestartet. Applaus! Applaus! Ich sehe in der Pet-Maschine keine Pets. Es geht nicht mit Free Exclusive Pets und du musst deine Pets anlocken. Ja, wir haben technische Schwierigkeiten. Roblox ist wieder down. Down. Nach 300.000 Stunden bin ich wieder in Pet Simulator drin. Habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber ja, wir haben aufgehört bei dieser Huge Tron Maschine. Da habe ich mir 2 von diesen Sachen hier erschaffen, habe dafür unendlich viele von meinen Exclusive Pets verbrannt, die sind jetzt weg, und habe dafür 2 Huge Machine Eggs. Und egal, was ich draus ziehe, ich werde unzufrieden damit sein, weil selbst diesen Huge Angelus, den werde ich wahrscheinlich gar nicht ziehen, aber selbst den würde ich mir denken, boah, ja, Mensch, ein Huge mehr, dafür 100 Exclusive Pets verbrannt. Aber wir werden es jetzt öffnen. Nee, ich gehe einmal auf No. Ich gehe jetzt einmal, ich gebe mir die Luck Boost. Man sagt zwar, dass die Luck Boosts keinen Unterschied machen. Das sagt man zwar, aber was ist, wenn sie doch einen Unterschied machen? Ich habe nie was gezogen und ich habe nie mit Luck Boost gezogen. Jetzt muss ich aber mal hier das Huge Machine Egg 1 öffnen. Ich öffne und wir haben Huge Orca. Wow. Und dann nochmal das nächste Ding. 15-prozentige Chance immerhin. Und ich öffne es und wow, Huge King Cobra. Wow. So. Damit habe ich jetzt 2 neue Huge Pets. Coins 1 hat das eine, das andere hat Chestbreaker. Ich bin unzufrieden mit dem Update. Wie seht ihr das Update? Update ist schlecht. Ja, ich bin auch enttäuscht von Update. Ich dachte erst, yo, geil, Huge Pets machen aus Exclusive Pets, aber ich kann all diese Exclusive Pets, die ihr seht, diese 425 Exclusive Pets, die ich hier habe, kann ich alle nicht verwenden. Also fast alle. Da unten waren, glaube ich, noch ein paar, die ich verwenden konnte. Aber fast jedes dieser Pets, mindestens 400 Exclusive Pets, kann ich nicht verwenden, weil Preston einfach denkt. Und ich finde es nicht schön, wenn Preston sagt. Deswegen packen wir die Pets hier wieder zurück. Und ich werde dann gleich einfach mal ein Huge Rock an einen der Zuschauer, die geblieben sind, verschenken. Weil wer von euch jetzt noch dabei ist, guter Mann. Oder gute Frau. Oder beides. Oder non-binär. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall gut. Kannst du mich grüßen, bist der Beste. Gruß geht nicht raus. Aber ihr könnt jetzt einfach mal in den Livestream-Chat euren Roblox-Namen reinschreiben. Dann wird der Bot gleich einen Gewinner rauspicken. Und der Gewinner, der seinen Roblox-Namen in den Chat geschrieben hat, bekommt dann von mir ein Huge Rock per Post geschickt. Alright? Es hat sich gelohnt, dass ich geblieben bin. Nur wenn du gewinnst, hat sich gelohnt. Also, Leute, schreibt jetzt alle euren Roblox-Namen in den Chat, damit ihr die Chance habt auf ein Huge Rock. Welchen gebe ich? Oliver oder Autogramm? Autogramm klingt gut. Ich glaube, ich gebe Autogramm her. Kein Autogramm. Du wirst es sein. Du wirst weggegeben. Oh Gott, ich glaube, ich habe... Ah ne, ich habe jetzt immer noch gefiltert nach Exclusive. So, alles gut. So, ihr habt, glaube ich, alle geschrieben. So viele Zuschauer sind hier nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt dem Bot sagen, wie ging das nochmal? Ausrufezeichen. Winner? Ah, and the winner is... War Let's Play! Als ob! War Let's Play, du hast gewonnen! Ich meinte eben noch, du musst auch noch gewinnen, damit es sich gelohnt hat. Aber damit hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Alles klar, GG war Let's Play. Dann gehen wir mal auf Send. Ich gebe deinen Namen hier rein. Bester irgendwas. Ich hoffe, du hast es richtig geschrieben. Ich habe es jetzt gecopy-pastet. GG, viel Spaß damit. Und dann gebe ich dir hier ein Huge Hell Rock und meinetwegen noch ein Update-Hype-Gift obendrauf. Plus 187000 Gems. Bitte sehr, viel Spaß. Mit dem Huge Hell Rock. Aber das war's dann auch. Das Update bietet nicht mehr. Es gibt halt jetzt ein neues Huge Pad, das ihr hier durch die Free Gifts bekommen könnt. Es gibt jetzt Huge Pads, die ihr über diese Maschine bekommen könnt. Aber ihr müsst dafür echt viele Exclusive Pads verschwenden. Und dann auch noch gute Exclusive Pads. Super nervig. Was gab's noch? Ich glaube, alles andere habe ich vergessen. Ja, es gibt ein neues Update Hype Gift. Ja, stimmt. Es gibt ein neues Update Hype Gift. Und da sind dann diese Pads hier drin, die ihr seht. Und das war's. Das war das Update. Klickt auf das Video, das hier oben angezeigt wird. Bis dann und ciao!